bin ich ja mal gespannt. Was du hier siehst, ist die Lösung all deiner Probleme. Hä? Verstehe ich nicht. Ich habe dir doch gerade erzählt, dass die Kinder mal wollen, dass ich immer mehr Muffins backe, aber einfach nicht hinterherkomme. Exakt. Hier siehst du die einzelnen Arbeitsschritte des Programms, das automatisch Muffins backt. Ein Programm, was Muffins backen kann? Das Programm steuert diesen Muffin-Roboter da drüben. Boah, der sieht ja aus wie ich. Wir dachten uns, wenn schon, denn schon. Schmecken die denn auch? Ja, das Rezept ist von dir und ob das Programm funktioniert, testen wir heute. Ich habe eine Idee. Ich backe auch Muffins und wenn wir fertig sind, treffen wir uns hier wieder und vergleichen. Gebombt. Bereit? Ja. Muffin-Roboter hochfahren. Startsequenz einleiten. Lieber Muffin-Roboter, kannst du uns bitte deine leckeren Muffins backen? Reaktion auf Kinder? Jetzt! Natürlich, liebe Kinder, nichts lieber als das. Zutaten aus Schrank holen. Mehl greifen, Zucker greifen. Backpulver greifen. Aha, Abbruch! Wie weiß das Programm, dass beide Hände voll sind? Wir brauchen eine Kontrollabfrage. Wenn eine Hand belegt ist, dann die andere Hand benutzen. Wenn beide Hände belegt sind, dann Zutaten auf Küchenplatte abstellen. Startsequenz eingeleitet. Bitte deine leckeren Muffins backen. Natürlich, liebe Kinder. Nichts lieber als das. Wenn linke Hand belegt ist, dann mit rechter Hand Mehl greifen. Wenn beide Hände belegt sind, Zucker und Mehl auf Küchenplatte abstellen. Wenn die rechte Hand das Backpulver greift, dann kann die linke Hand die Butter aus dem Kühlschrank nehmen. Abbruch! Abbruch! Die Technik scheint in Ordnung zu sein. Alle bereit? Startsequenz eingeleitet. Bitte deine leckeren Muffins backen. Nichts lieber als das. Backpulver greifen. Mit linker Hand Butter aus Kühlschrank nehmen, dann Zutaten auf Küchenplatte abstellen. Abbruch. Bitte deine leckeren Muffins backen. Nichts lieber als das. Wenn Mehl und Zucker abgestellt, dann Oberschranktür umgehen und Butter greifen. Sehr gut. Wenn Mehl und Zucker ausgewichen, dann alle Zutaten in die Rührschüssel. Zucker, Mehl, Backpulver, Milch und Butter sind in der Schüssel. Jetzt muss das Ei aufgeschlagen und das Eigelb vom Eiweiß getrennt werden. Also? Alle bereit? Bereit. Operation Ei aufschlagen kann beginnen. Hand 10 cm über Rührschüsselkante bringen. Ei im 45-Grad-Winkel mit Geschwindigkeit 3 gegen Rührkante schlagen. Abbruch. Super. Alle Arbeitsschritte haben perfekt funktioniert. Nur das Programm muss wissen, ob das Ei zerschlagen ist oder nicht. Ei im 45-Grad-Winkel mit Geschwindigkeit 4 gegen Kante schlagen. Ausgeführt. Eischale eingedrückt. Nein. Ei im 45-Grad-Winkel mit Geschwindigkeit 5 gegen Kante schlagen. Das hat aber eingeschlagen. Abbruch. Ei im 45-Grad-Winkel mit Geschwindigkeit 4,5 gegen Kante schlagen. Eischale eingedrückt? Ja. Obere Eischale abnehmen. Neben untere Eischale bewegen. Eigelb aus voller Eischale in leere Schale schütten. Nichts lieber als das. Mit Geschwindigkeit 4,5. Muffinblech ist aufgefüllt. Sehr gut. Ausgezeichnete Qualität. Echt.
Lieber Muffin-Roboter, kannst du uns bitte deine leckeren Muffins backen? Alle bereit? Eure Muffins sehen gar nicht so schlecht aus. Aber meine sind alle unterschiedlich verziert. Kann euer Programm das auch? Och, das ist doch für unseren Muffin-Roboter kein Problem. Was? Alle bereit? Nein! Nein! Ist doch bisher gut gelaufen.